Herzlich zurück zu einer weiteren, diesmal sehr, sehr kurzen Folge in The Captain. Einfach deshalb, weil ich mir überlegt habe, dass ich mit den Ressourcen, die ich jetzt zur Verfügung habe, für die Erde das gute Ende ausspielen kann. Und damit fast alle gerettet habe. Und ich werde noch eine Folge nachschieben, in der ich mich dann den Kindern der Natur widme, in der Hoffnung, dass ich den Kindern der Natur helfen kann und rechtzeitig zur Erde zurückkommen. Also es werden jetzt noch zwei alternative Enden, auf die ich mich schon sehr freue. Wir sind praktisch in der Region um den großen Zentralschrottplatz. Und vielleicht, um das nochmal zu zeigen, ich bin nochmal einen Schritt zurückgegangen. Hier ist der Sonnenplatz, das heißt, wir haben noch ausreichend Zeit. Und würde jetzt mal die Sternenkarte verlassen. Und wir können drei Dinge hier bergen. Und zwar zunächst erstmal Edelmetalle. Ich habe beim Prüfen meiner Fracht festgestellt, dass das tatsächlich andere Metalle sind als die, die man so aus Weltraumschrott birgt. Das heißt, die kann man verkaufen. Deswegen lohnt sich das Bergen. Das nächste, scannen wir das. Das ist ein Sternfragment, deswegen sind wir eigentlich da. Und das letzte ist ein Maschinenupgrade der Stufe 3. Dafür würden wir 15 Tage brauchen. Dieses Maschinenupgrade haben wir schon. Und ich kann das Maschinenupgrade nicht verkaufen. Das heißt, das nützt mir nichts. Ich habe es gegengerechnet, ob es sich lohnt, in dem ersten Trade and Pay auf die Maschine zu verzichten, das Maschinenupgrade hier zu bergen. Wir würden 15 Tage dafür brauchen und könnten uns an dem Trade and Pay vorher deswegen schon das letzte Dromium leisten. Würden allerdings langsamer reisen und würden insgesamt nochmal zusätzlich 10 Tage verlieren, denn das Edelmetall, das wir hier bergen können, hat denselben Wert, Gegenwert wie 300 Credits. Und deswegen werden wir das bergen und das letzte Sternfragment. So, jetzt haben wir das letzte Sternfragment und das Geld, das wir brauchen, die Edelmetalle, die wir brauchen, um das Dromium zu besorgen. Wir sehen schon, der Stammplast ist ein wenig weiter vorangekommen. Und ich würde jetzt mal in die Karte hineinzoomen. Normal wäre jetzt, wir würden nach Pi gehen, von Pi nach Lime. Und in Lime würde getriggert, dass wir das Ort ist, oder in Gefahr ist. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt zum Trade and Pay zurück und dort das Dromium kaufen. Was aber bedeuten würde, dass wir 9 Tage hin und 9 Tage zurück verlieren. Oder wir fliegen von hier aus direkt durch zu diesem Trade and Pay. Und an diesem Trade and Pay können wir ebenfalls ein Dromium kaufen. Und können hier dieses Edelmetall verkaufen und würden dafür 8. Das muss ich erstmal gegenrechnen. 8 mal 30, 240, das würde nicht reichen, um das drum zu kaufen. Das heißt, wir müssen zurückfliegen. Wir müssen zurückfliegen, das bringt hier nichts. Gut, dass wir nochmal geschaut haben. Und hier bekommen wir für das Edelmetall 10. Dann machen wir das. Dann fliegen wir jetzt zurück zum Trade and Pay. Und starten von dort aus. Dann wäre es wahrscheinlich doch clever gewesen, auf das V3-Update zu verzichten und Dromium zu kaufen. Hätte sich da irgendwas geändert? Selig gemacht werden. Das gemacht. Wir werden wesentlich langsamer in den Junkyard geflogen. Aber jetzt fliegen wir 9 Tage zurück.
Ich denke, das ist ein nullsummes Spiel. Das ist okay. Handelsstation Kontakt. So. Nein. Ich möchte gern die Edelmetalle verkaufen. Alle? Ja, ich würde gern ein Chromium kaufen. Vielen Dank. Das war's. Ich glaube, ich bin ja fertig. In Ordnung, einen schönen Tag. Gut. Und jetzt fliegen wir zur Erde durch. Und zwar direkt zum Schmugglergate. Starten. Kursgesetz auf Schmugglerroute voraussichtlich der Ankunft 72 Tage. Jetzt können wir unterbrechen. Es wird jetzt die Einspielung kommen des Ortes, bedroht ist. Das können wir aber überspringen, das kennen wir schon. Und fliegen weiter. So. Guten Tag, Captain. Ihr Schiff. Ich wollte dir nur mitteilen, dass wir uns zum Ziel angekommen sind. Okay, danke. Ach, das ist so großartig immer. So, schauen wir nochmal schnell auf die Sternkarte, wo der Sonnenblaster ist. Selbst jetzt hätten wir noch ausreichend Zeit. Er muss ja bis zum Space Gate. Das ist hier. Okay, das ist egal, wie wir uns entschieden haben mit dem großen Schrottplatz. Wir kontaktieren sie. Aufbindung auf. Wer ist da? Ich bin Captain Tom in Disguise. Gut. So, ich muss durch die Barriere. Das wird dich was kosten, fürchte ich. Wir wollen 5 Sternfragmente. Das ist nicht verhandelbar. Okay, du kannst die Sternfragmente haben. Wir danken dir. Warte, werden wir die Gegenstände holen. Der Durchgang wird danach offen sein. So, es hat nicht lange gedauert, bis die Schmuggler kamen und die Sternfragmente angenommen haben. Jetzt bin ich mal gespannt. So, jetzt fliegen wir durch. Und jetzt schauen wir nach unseren Gegenständen. Wir sollten jetzt noch 5 haben. Super. Wie großartig. Dann bauen wir in der Eisenschmiede. 1. Das heißt, wir können alle Außenstationen retten. 2. Schiff. Sehr gut. Das ist großartig. Okay, dann fliegen wir erst zu Ortis. Kurs gesetzt auf Außenposten Ortis. Captain, die Station wird schwer. Oh Gott, das ist auch die Station. Hier ist sofort. Das hatten wir alles schon. Aufgezeichnet noch nicht. Gut. Dann aktiviere das. Das hatten wir schon. Großartig. Jetzt haben wir erstmal Ortis raus. Das wird das gute Ende. So, damit haben wir das erledigt. Das kannten wir ja schon. Jetzt sprechen sie miteinander. So. Die Diskussion.
Diskussion kennen wir schon, die hatten wir schon aufgezeichnet, deswegen klicke ich das jetzt durch. So. Der ist gerettet. Der nächste ist. Terror. Na gut, es geht jetzt alles schnell. Ne? 5 Tage, 4 Zeit. So. Jetzt haben wir die einen nach dem anderen raus. Wo machen wir jetzt die Station? Ja, wir haben den Strahl zerstört. Captain, die Station kontaktiert uns jetzt. Auf den Bildschirm bitte. Hier ist Kommandant Wright. Mit wem spreche ich? Ich bin Thomas Wellm, der Captain des Space Fleet Schiffes Copernicus. Du hast gerade eine große Anzahl von Seelen gerettet, Captain. Ich tue nur meine Pflicht. Also, danke nochmal. Ohne dich wären wir schon längst tot. Ich muss bald los. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Nein, nicht jetzt, danke. Wir müssen uns jetzt darauf konzentrieren, unsere Lebenserhaltung aufrechtzuerhalten. Also gut, viel Glück für dich. Okay, danke und dir auch viel Glück. Kommandant Wright out. So. Jetzt fahren wir unsere Ernte ein hier. Das war das Finanzzentrum Rembrandt, das wir retten. Ist ausgefallen. Super, versuchen wir jetzt mit ihm zu reden. Kontaktiere sie bitte. Außenpostenstation Rembrandt. Ich bin Thomas Wellmuth, der Captain des Spacefleet-Schiffs Copernicus. Captain, du bist unser Retter. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Ich bin Kommandant Flake. Du sagtest, dein Name sei Wellmuth, Thomas Wellmuth. Du kommst genau zur rechten Zeit, Thomas. Wir haben hier in den letzten Wochen viele gute Männer und Frauen verloren. Glaube mir, wenn ich sage, dass sie nicht gerecht umgehen werden. Ich glaube dir, Kommandant, ich muss jetzt los, aber ich wünsche dir viel Glück. Du auch, Captain. Beim Brandort. So, dann fehlen im Wesentlichen noch. Dann fliegen wir jetzt erst nach Eden. Retten Eden. Das kennen wir schon. Schiff, lass uns den Unterdrückungsfeld des Raptors wieder benutzen. Ja, informiere die Station. Das kennen wir schon, das haben wir schon gespielt. Das fühlt sich gut an. Das fühlt sich gut an, das Spiel zu diesem Ende zu bringen. Ich glaube, das hat ihr Problem gelöst. Der Strahl scheint gut zu sein. Okay, versuche die Station zu erreichen. So, den Dialog kennen wir schon. Und jetzt fliegen wir noch nach auf die Tronium-Station. Eastern Promise. So, na dann. Eastern Promise. Hahaha, fahren Sie Ihre Verteidigung noch hoch. Das sieht aus wie ein großer Tromium-Port. Das hat geklappt. Der Strahl ist ausgeschaltet. Die Station kontaktiert uns. Antwort Ihnen bitte. Außenpost. Station Eastern Promise hier. Ich bin Thomas Wellmuth, der Captain des Space Fleet Schiffs Copernicus. Captain, ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, aber ich glaube, du
Hast es geschafft. Ich glaube, wir schulden dir ein großes Dankeschön. Ich bin einfach froh, dass ich helfen konnte. Jetzt haben wir wieder ein gleiches Spielfeld. Diese Unionsbastarde werden jetzt einen fairen Kampf bekommen. Ich muss jetzt los, aber ich hoffe wirklich, dass du ihnen die Hölle heiß machen kannst. Glaube mir, wenn ich sage, dass sie nicht wissen werden, wie ihnen geschieht. Eastern Art. Ja, das sind das patriotische Hurra-Geschrei, was man sonst auch hört. Ja, der Sunblaster ist noch weit weg vom Space Gate und die Barrierekontrolle ist jetzt sauber. Dann fliegen wir mal zur Erde, warte. Und das haben wir schon gemacht, das heißt, es wird jetzt faktisch nur einen neuen Abspann geben, mit einem alternativen Ende. Wenn es geht, würde ich das Abenteuer automatisch abschließen, das werde ich jetzt tun. Der Schluss, Karte wählen, Ende wählen. Und jetzt schauen wir mal, wie der Krieg ausgeht. Die Trümmer des Sonnenblasters verteilen sich im Universum und die unmittelbare Bedrohung für die Erde und die Raumflotte war verschwunden. Die Erde kann wieder aufatmen, weil sie weiß, dass die Sonne einen weiteren Tag scheinen wird. Captain Thomas Wemu war der vierte Mann in der Geschichte, der die Medaille für tadellose Dienste erhielt, die höchste Auszeichnung der Space Fleet. Er wurde in den Rang eines Admirals befördert und machte eine erfolgreiche Karriere innerhalb der Space Fleet. Nach dem Krieg wurden Thomas und Sarah wieder mit ihren Kindern vereint. Trotz der Schrecken des Krieges und all der Zerstörung um sie herum fanden sie Trost ineinander und schafften es, ihr Leben gemeinsam wieder aufzubauen. Ende. Zurück auf dem Schiff. Das kennen wir schon. Ach, lass mal, weil neu als Teammitglied. Den haben wir aus dem Gefängnis mitgenommen. Was meinst du mit, ich kann dir keine Pizza machen? Du bist der Lebensmittelstandard, richtig. Ich bin der Rennholster FD300. Aber du spendest mir nichts, Rennholster. Ich will mein Essen. Back mir eine Pizza, Zellmonster. Oh je. Ich habe bereits die Betriebsvorschriften für diese Station genannt. Dein Körper braucht in diesem Moment keine weiteren Pizzen. Bist du verrückt? Nein, ich bin Rennholster FD39. Was ist mit los mit dir? Warte bitte, ich starte selbst die Diagnose. Schiff, wir haben so Places. Also, wann kommt der Captain zurück? Der Captain ist im Cockpit. Was? Nein. Check doch mal deinen Sensor. Das kennen wir schon. So. Jetzt reden sie wahrscheinlich noch über das Jahr, genau. So, das sind bloß, ich kann die kopieren. Alles so wie es sein soll, warum fragst du keinen Grund, nur Jeff. Da vermisst den Captain. So. Okay, Shuttle. So, das ist es gewesen. Hier kommen nur einige wenige neue Entscheidungen dazu.
6, 2, 4. Das war der Standort Ulkidus. Kreon-Kristall. Soma. Mit Straw. Epsilon haben wir unangetastet gelassen. Xerum waren wir nicht. Den Nugget Node haben wir unangetastet gelassen. Auf Salek haben wir uns dazu entschlossen, das Artefakt zu stehlen. Haben dann auf Talaron das nächste Artefakt mitgenommen. Fenton-Earth haben wir nicht angetastet. Leim haben wir nicht angetastet. Neu hinzugekommen ist The Fort, eine sehr schöne Mission. Sehr Monkey Island-lastig. Pi haben wir nicht mehr angefasst. Das Space Gate haben wir nicht angefasst. Und haben schlussendlich die Erde gerettet mit allen Ausmusten. Also das gute Ende erspielt, obwohl wir mit einer Entscheidung, nämlich Brainies zu töten oder ihm die Suizidpille zu geben, den Status Good Guy verloren haben. Aber wie wir jetzt schon in der Punktübersicht sehen, wäre nicht sehr viel mehr möglich gewesen. Und das ist doch ganz ordentlich. Goldene Medaille für was auch immer. Und ich denke, damit können wir gut zufrieden sein. So, das war's. Den Abspann lasse ich jetzt nicht nochmal durchlaufen. Ich werde jetzt in den letzten Schritt noch mich den Kindern der Natur zuwenden. In der Hoffnung, dass ich diese Mission lösen kann, bevor Ortis zerstört wird. Und das wäre dann das letzte Ende, in dem ich wieder fast alle gerettet habe, aber eben immer nur fast. Das Thema der Greenfinger auf Selig ist nicht so ganz an mir vorbeigegangen. Aber ich versuche das noch durch die Kinder der Natur zumindest etwas abzufangen, auszugleichen, obwohl ich weiß, dass man sie nicht gegeneinander aufwiegen kann. Aber das ist eben eine der Entscheidungen, die man trifft, in denen die moralischen Prinzipien, nach denen man handelt, zu einfach einen nur dazu nötigen, das möglicherweise geringere Opfer zu bringen. Aber es muss ein Opfer gebracht werden. Ja, das ist der hier an diesem Spiel, zu dem es nötigt. Aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und jetzt steht noch eine Folge aus, in der wir uns den Kindern der Natur, Lime und Pi zuwenden und der Vermeidung von Upper und Lower Space, Warp-Technologie. Gut, in diesem Sinne und bis zur nächsten Folge. Ciao.